Nur die normale Wäsche, bitte. Und ich soll erwähnen, dass ich sie auf Schnäppchen.com gesehen habe. Was das wert? War das wirklich den eingesparten Dollar wert? Es tut mir leid, aber diese Werbeaktion läuft nicht mehr. Oh, 100% peinlich, 0% ermäßigt. Hi, ich bin Brian. Ja, ich stehe auf Wortspiele. Sie sind echt witzig. Ich bin Tori. Auf der Highschool hat mich ein Auto angefahren, also muss ich nicht arbeiten. Gut. Ugh, das wird kein gutes Ende nehmen, so wie wenn man eine Artischocke isst. Herr im Himmel, ich habe nichts gegessen und bin trotzdem komplett vollgesaut. Oh, ja, schon klar. Und ich glaube auch nicht, dass du mein Onkel Dale bist. Dann sind wir uns ja einig. Ich glaube, er ist frustriert, weil er nie dafür geehrt wurde, dass er Osama Bin Laden getötet hat. Dein Mann ist ein Navy Seal. Hallöchen, mein Freund. Seine Schnauze ist super feucht. Der ist kerngesund. Wow, da hat wohl jemand eine Sardinendose ausgeschleckt. Das ist noch ein besserer Schwindel als der Greifautomat in der Spielhalle. Verdammt, dieses Spiel ist dämlich. Es ist unmöglich, mit so einer blöden Scheißklaue was zu greifen. Hey, das war gemein und es ist nicht mal wahr. Ich verschwinde. Verflucht. Brauchen Sie Hilfe? Nein. Wenn Sie den Ring nach oben drehen, kann ich ihn vielleicht greifen. Wie fahren Sie Auto? Schlecht! Und nun, ein Arzt hat in 50 Fällen AIDS geheilt. Was? Das heißt eigentlich verteilt? Oh. Und nun, ein Arzt hat in 50 Fällen AIDS verteilt. Gut, ich mach jetzt, was ehemalige Navy Seals machen. Rasenmäher verkaufen. Das ist eine ziemlich coole Nummer. So wie die Nummern von Daft Punk. Sieh nur, ich habe ein altes Casio-Keyboard aus den 80ern gefunden. Hör mal, was passiert, wenn ich den Demo-Knopf drücke. Hallo, Daft Punk. Toller Song, hier ist ein Grammy. Ohoho! Es ist verrückt, bevor du gesprochen hast, wusste ich gar nicht, dass wir französisch sind. Schön, ich werde mich 10 Meter entfernen und dann Panik kriegen, weil ich dich nicht sehe. Psst, sei ruhig, das ist der Typ, dessen Frau ich knalle. Wie romantisch du das formulierst. Ich glaub nicht an... Mami! Mami! Wo ist meine Mami? Ich habe nichts und niemanden! Ich bin gleich hier, Schatz. Oh Gott sei Dank. Übel, wie die Alte klammert. Tja, verarscht. Ich glaube, dass meine Frau mich bescheißt. Hey, Tori, hier ist Brian. Ich besorg uns chinesisches Essen. Einmal mein Fing in dein Ding. Das gibt's gar nicht. Ich meinte Sex, in 5 Minuten bin ich da. Mann, wenn ich dieses Dreckschwein finde, dann werde ich ihm den Kopf abreißen. Der Typ ist gruseliger als ein Thesaurus Asaurus. Trampel, Stampf, Tret, Grunz, Krächz, Ululier, Antonym. Flüster. Was ist denn mit dem? Der hat ein Rad ab. Diese Jugend. Als ich jung war, da war das Rad noch gar nicht erfunden. Der Tierarzt hat dir doch wegen dem fauligen Zahn eine Narkose verpasst. Da hat er dir einen Ortungschip eingenäht. Das ist eine grobe Verletzung meiner Rechte. Schön, wie du im Garten angekettet bist und immer noch so tust, als wärst du jemand. Mach schnell, ich häng fest wie ein Baseballreporter. Wir stehen kurz vor dem 5. Wurf und Garcia dreht sich um nochmal. Damit sorgt er ganz sicher dafür, dass meine Frau schon schläft, wenn ich nach Hause komme. Der große Rechtshänder tritt in den Sand und wirft das Kolophonium auf den Boden, während meine Kinder ohne mich erwachsen werden. Okay, jetzt zeigt mir ein Fan aus dem Publikum den Mittelfinger. Er hat recht. Hey, ich weiß nicht, ob Sie es hören können, aber ich pinkel gerade meinen Kaffeebecher. Wir haben gedacht, dass Sie Nein zu uns sagen, aber nicht zu Vizepräsident Joe Biden. Oh mein Gott, Mr. Vizepräsident! Danke, Vic, dass Sie den Typen abgeknallt haben, von dem wir sagten, es sei Osama Bin Laden. Danke, Mr. Biden. Gern geschehen. Guckt ihr die Serie Veep? Nein. Ja, ist sowieso alles Fake. Wir sagten Nein.